Willkommen zu Baphomets Lo 4, Teil 2. Keine Ahnung mehr, wo wir waren. Haben wir ein Tagebuch? Es ist zu lang her. Wir hatten ein Tagebuch, oder? Puff. Opa Schrumpelfinger, absolut. Genau, was bleibt. Wir haben die historische Datenbank. Stimmt, wir hatten. Moment mal. Lass mich mal die letzten paar Absätze lesen, dass ich nochmal reinkomme. Oder kann ich das Ganze vorlesen, dass ich nochmal reinkomme? Also ein bisschen viel vielleicht zum Vorlesen. Gemütliche Vorlesstunde mit Karine. Genau, also wir fliegen mal. Anna-Marie ist in mein Büro gekommen. Sie hält ein Manuskript. Die Gangster sind hinter ihr her. Genau, stimmt. Die ganze Fluchtszene gehabt. Genau, dann haben wir den Gangster in Anna-Maries Hotel gesehen. Die wollen das Manuskript ernsthaft haben. Die Gangster haben das Manuskript schon mitgehen lassen. Anna-Marie nimmt sich das sehr zu Herzen. Ich habe versprochen, zurückzuholen. Der Gangster war der Empfangsdame im Wandschrank gesperrt hat, trug eine seltsame Tätowierung, eine Schlange, die sich um eine Salami windet. Virgil ist echt sauer, weil sein MP3-Player kaputt gegangen ist. Und Arndt war auch, seitdem er sein Päckchen italienische Zigaretten in meinem Büro fallen gelassen. Das sind Hinweise gewesen. Italienische Zigaretten, Tätowierung. Die Jungs, die Anna, Maries, Anna, ich nenne sie besser Anna. Die Jungs, die Annas Manuskript geklaut haben, gehören ziemlich sicher zur Martino-Bande. Die Polizei meinte, sie hätten eine Tarnfirma Mama Martinos Meatpacking Company. Stimmt, da waren wir auf der, wo die Salamis. Oh, die Salamis, die 28 Jahre abgehangen sind, eh? Und der Papa. Die haben gute Salamis gemacht, eh? Sehr gute Kannibalen-Salamis. Hallo Goli, schön dich zu sehen. Ah. Habe ein Gespräch mit dem Geheimraum belauscht. Neues Emote. Es werden einige neue Emotes kommen. Ich muss dann schauen. Ich werde dann ein paar Emotes hin und austauschen. Wir sehen dann so, was die beliebtesten sind. Für manche, die am wenigsten benutzt worden sind, raus. Und dann wieder andere rein. Und haben dann jetzt noch ein paar. Die diesen Monat kommen. Und dann rotiere ich ein bisschen durch und schaue, was am besten kommt. Ja, zum Beispiel High und Love und Hype sind ja die meistgebrauchten, die drei. Die fallen sicherlich nicht raus. Aber dann haben wir eben noch andere. Blind. Blind haben wir auch noch. Stimmt. Das hatte ich jetzt bloß jetzt nicht. Blind sollte auch nicht rausfallen. Cuddy Fail, oh, Cuddy Fail bleibt auch drin. Das ist klar. I'm sorry. Jetzt habe ich mitten im. Tja, Goli, kannst du nachgucken, wie viele Subs das sind? Sollte aber noch mehr als 10 sein, oder? Habe ich bloß 10? Bloß 10 Emotes gerade? Danke, Miss Black. Ich wollte mit dir noch zwei Real-Life-Emotes machen. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Eigentlich sehe ich jetzt gerade ziemlich gut aus. Wenn ich meine Haare noch ein bisschen. Vielleicht können wir die mal machen. 10? Wenn man die rausnimmt. 12 sind's. Sind doch 12. Paar will ich. Paar, schauen wir mal, was man. Ist, ich guck's einfach. Ich rotiere einfach durch. Ich rotiere einfach durch. Und wir sehen dann, was dann will. Aber das kommt jetzt dann danach. Wir sind hier beim Spiel. So. Habe ein Gespräch belauscht. Stimmt, da waren wir im Geheimraum. Da sind wir da. Ach, das war ja mit dem Eis und der Kohle und dann da hoch und den Lüftungsschacht. Genau. Die Schläger werden von einem Typen namens Fingers angeführt, der offenbar für einen Paten namens Balassi. Spalacki arbeitet.
Fingers hat das Manuskript in einem Schrank versteckt. Ich muss einen Weg finden, in diesen Raum zu kommen. Genau. Dann haben wir den ganzen Schrank runtergeschmissen. Unter der Festung des einen wahren Patriarchen wartet der Engel. Der Engel muss für den Schatz stehen. Dann muss ich wohl nur noch rausfinden, wo diese Festung ist und wie man unter sie kommt. Kann nicht schwer sein, oder? Manuskript übersetzt, genau. Anna Manuskript ist wunderschön. Mittelalterliche Dateien war sie, rund um Bilder und Symbole. Dann haben wir das Ganze angeguckt. Und dann, genau, sind wir zu André. Ne, die historische Datenbank. Wir haben Virtual gehofft in MP3 und der hat uns das coole Hacking-System gezeigt, genau. Und dann haben wir die Datenbank gehackt. Virtual hat mir ein cooles Hacker-Spielzeug gegeben, habe mich erfolgreich in die Datenbank gehackt, aus der André Lobino mich rausgesperren wollte. Lobino ist eine elende Ratte, aber seine Datenbank hält jede Menge wichtige Informationen über das Mittelalter. Ich hab's, der Schatz ist unter der Zitadelle von Konstantinopel im heutigen Istanbul. Istanbul ist wirklich eine wunderschöne Stadt, aber ich muss endlich die Zitadelle von Konstantinopel finden. Und da sind wir gerade. Hey, vielen Dank, Spiel, für dieses... wo ist Anna hin? War ich nicht gerade hinter mir? Vielen Dank, Spiel, für die Auffassung, dass so absolut müde und kaputte Leute, die gerade euer Spiel wieder anfangen zu spielen nach einer Woche und noch total verwirrt sind, innerhalb von 5 Minuten wieder reinkommen und genau wieder wissen, was letzte Woche passiert ist. Ich liebe es, wenn Storyspiele mittlerweile Tagebücher führen. Ich habe die letzten 30 Jahre meines Lebens beim Gaming einen Scheiß auf Tagebücher gegeben. Die habe ich nicht gebraucht. Ich habe gespielt und gespielt und gespielt und habe ein Spiel am Stück gespielt und das war's. Aber seit den letzten 3-4 Jahren mag ich es wirklich, wenn ich manchmal spiele, ein Spiel durch den anderen kommt. Und seit meinem Stream erst recht, ein Spiel durch den anderen durcheinander kommt. Und hey, ich will nochmal weiterspielen. Was ist da passiert? Genau. Okay. Wir sind, glaube ich, gerade aus dem Hotelzimmer raus, ne? Hat noch keinen Zweck, wieder raufzugehen. Okay. Und jetzt wollen wir eigentlich bloß zum Schloss hin. Ich bin so froh, dass du mir helfen willst, George. Ich kann noch gar nicht glauben, dass wir wirklich hier sind. Du? Ja, es ist irgendwie wie ein Traum. Kein Albtraum? Oh nein, kein Albtraum. Ich war Patentanwalt, weißt du? Habe in der Firma meines alten Herrn gearbeitet. Ein Anwalt? Hätte ich nie vermutet. Das nehme ich mal als Kompliment. Hi, ja, hat die eine gute Pose. Schau mal, die stellt sich immer wieder so, nicht so, ich muss sagen, die Schere hin. Hurra, teile KD 42 mit, dass du schon 5 Monate bei uns bist. Vielen Dank dir, Marcy. Vielen Dank für die Unterstützung seit 5 Monaten, dass du schon 5 Monate und länger auf unserer Couch bist. Danke dir und moin. Ich wollte gerade sagen, die hat eine gute Pose für eine Rezeptionistin, die ist nicht einfach so, weißt du, so, steht da so gelangweilt dort, kommt nur einer so aufrecht, Hände hinten, bitte. Selbst vor dem Computer, wenn sie anguckt. Holy moly. Und dann guckt sie wieder hier ran. Ich finde es aber nicht, ich meine, das ist ein Gast da. Also, hey, ich bin da, ich bin bereit. Sprech mich an, wenn du möchtest. Hi. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Bis auf die viele Arbeit. Wichtige Leute, die einchecken wollen und so. Können Sie uns vielleicht sagen, wo wir die alte Zitadelle finden könnten? Ich habe keine Ahnung. Fragen Sie doch mal den Kellner. Der weiß eine ganze Menge über die Stadt. Welche Sehenswürdigkeiten können Sie denn empfehlen? Wie wäre es mit der Blauen Moschee? Die meisten unserer Billigfluggäste finden einen Besuch dort sehr schön. Ich mag lieber die pinke Moschee.
Sonst noch was Interessantes? Da gibt es noch das Mosaikmuseum. Das gefällt Gästen ihres Schlages meist sehr gut. Erzählen Sie mir was über Istanbul. Schauen Sie doch mal auf unseren Stadtplan, um zu sehen, welche Sehenswürdigkeiten Sie interessieren könnten. Erzählen Sie mir was über Istanbul. Schauen Sie doch mal auf unseren Stadtplan, um zu sehen, welche Sehenswürdigkeiten Sie interessieren könnten. Die blaue Moschee ist vielleicht auch bei Mass Effect zu finden, oder? War so schlecht, dass es wehtut. Ach komm! Und weil irgendwie die Idee war, weil keine die Prinzessin ist. Und der Kontrast witzig war. Der war so schlecht. Guten Morgen, Kyoto. Schmerzensgeld, bitte! Sag nichts mehr. Ein Plan mit einigen der Touristenattraktionen. Dum, dum, dum. Der Kellner kennt sich aus. Ah, mein Freund! Wie geht es meinem Lieblingsgast an diesem schönen Nachmittag? Es ist meinem Lieblingsgast. Lügt mich halt an. Und arbeiten Sie gerne hier? Ich arbeite schon mein ganzes Leben als Kellner, Sir. Ein frohes Leben, nur der Kunst gewidmet, die Wünsche jedes einzelnen Gastes zu erfüllen, der unsere schöne Stadt besuchen kommt. Den exotischen Schmelztiegel, in dem der Osten auf den Westen trifft. Das Land der Kontraste. Er klang nicht so erfreut darüber. Wissen Sie was über eine alte Zitadelle hier in Istanbul? Ah ja, die große Zitadelle. Der Legende zufolge liegt sie tief unter dem Topkapi-Serai. Topkapi-Serai. Hallo Firenzia. Topkapi? Das Topkapi-Serai ist ein Palast, eine unserer berühmtesten Sehenswürdigkeiten. Leider ist es diese Woche für den Publikumsverkehr geschlossen. Wegen einer politischen Konferenz wimmelt es da überall von Wachleuten. Warum schauen Sie sich nicht stattdessen die berühmten Shisha-Raucher am Galatasaray-Platz an? Oder die Hagia Sophia, die Blaue Moschee oder die türkischen Bäder? Sehr sexy, mein Freund. Okay. So. Können wir dann einfach zu diesen türkischen Bäder gehen? Ich will sehen, wie sexy die sind. Ich meine, oder? Ich kann auch mal. Kann ich hier einfach frei rumreisen? Können wir. Oh. Nein? Nein, ich kann bloß die Topkapas hier rein. Wieso? Okay. Wie? Aber. Das ist also der Topkapi-Palast, das Juwel des Osmanischen Reiches. Kann ich nicht schon wieder in den Palast einbrechen? Das lief beim dritten Teil schon nicht so gut. Mit dem Rumschleichen. Ei! Bruno? Tut mir leid. Touristen haben diese Woche keinen Zutritt. Moment. Presse? Ja, ich bin Journalist. Welche Zeitung? Die New York Times. Die sind schon akkreditiert. Ach was, Idaho Chronicle natürlich. Die haben abgesagt. Raten Sie etwa? Natürlich nicht. Vielleicht sind Sie gar kein echter Journalist. Ein Terrorist vielleicht? Nein. Ich bin freier Journalist. Da bringt man schon mal was durcheinander. Ach ja? Weil ich für viele Zeitungen arbeite. Alle Zeitungsleute sind akkreditiert. Und Fernsehen, klar. Ich arbeite viel fürs Fernsehen.
Alle Fernsehleute sind akkreditiert. Oh, und Radio nicht zu vergessen. Vom Radio sind alle akkreditiert. Ach, scheiße. Außer? Ja? Imon Omara. Sie machen Witze, aber das ist doch unglaublich. Warum? Weil Sie sich von allen Journalisten dieser Welt... Ja? ...ausgerechnet den ausgesucht haben... Ja? ...der vor Ihnen steht. Ich bin das. Ich. Sie meinen, Sie sind Imon Omara? Oh, wir haben Sie erwartet, Mr. Omara. Genießen Sie Ihren Aufenthalt im Pasha Palace. Ich muss Sie dennoch bitten, sich auszuweisen, Mr. Omara. Oh, Mist. Den habe ich im Hotel gelassen. Kein Ausweis, kein Zutritt, keine Ausnahme. Das war die schlechteste Lüge, die ich jemals gesehen habe, jemals in irgendeinem fucking Spiel. What? Er ratet komplett durch. Ah, ich bin... Ja, vielleicht bin ich das... Nein, vielleicht bin ich von Zeitung. Fernsehen? Vom Radio. Bin ich vom Radio? Hey, jemand ist vom Radio nicht da. Ah, ja, das bin ich. What? Keine Ahnung. Das wäre so, als ob... Keine Ahnung. Geralt irgendwo hingeht und sagt, ja, ich bin der neue Tellerwäscher. Danke, Miss Black. Wenigstens etwas, das schlimmer war. Zurück im Pasha Palace Hotel. Gut, Sounds sind aus. Ja. Ist Imon Omara irgendwo hier eingecheckt? Können wir in sein Hotelzimmer einbrechen, seine Identität klauen und... Anna Maria, schau dir das mal an. Das Topkapi-Serai ist riesig. Wo sollen wir da Hinweise auf die alte Zitadelle finden? Es gibt einen Springbrunnen im inneren Hof. Der muss eine Verbindung zum Wassersystem haben. Vielleicht ist das der Aquädukt, der für die Wasserversorgung der alten Zitadelle sorgte. Ja, das wäre möglich. Aber wie kommen wir rein, wenn es für die Öffentlichkeit gesperrt ist? Du arbeitest hier mit George Stobbart. Es gibt immer einen Weg. Ich meine, wir könnten ja einfach Nico anrufen und uns wirklich als Presse ausgeben. Da ist der Eingang. Wird diese Woche wahrscheinlich streng bewacht. Hallo Sean. Da steht Museumsbereich. Da wird der Topkapi-Dolch ausgestellt. Nur Harald. Der berühmte Harem. Es heißt, der Prinz hielt sich hier 200 Konkubinen, neben den üblichen 10 Ehefrauen natürlich. What? 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 200? Okay. Ich bin mit meiner Freundin manchmal überfordert. Absolut weiter, ne? Auch die andere Sache ist, dürfen dann da andere ran an dem Harem oder nicht? Ich meine, dass ich 200 hält. Nehmen wir mal an, ihr nehmt sich jeden Tag 2. Wirklich jeden Tag. Ich meine, es gibt ja die Eunuchen, die sich um die kümmern, aber die sind ja dann kastriert. Nehmen wir mal an, jeden Tag 2. Das ist ja schon viel und wahrscheinlich. Aber dann hat er 100 Tage. Das heißt, holy shit, wie unbefriedigt sind die Frauen dann? Die müssen dann, oh, wenn sie dann einmal im Prinzen sein dürfen, müssen sie über 100 Tage wieder warten, bis sie wieder dürfen. Ich meine, sind die dann alle, also, plus 10 Ehefrauen, stimmt.
meine, das ist ja schon. Du bist ja schon entweder so. Da, fuck. Aber Mann kann doch mehrmals einmal am Tag. Ja, ja, Miss Black, aber. Ich weiß nicht, also. Ist es da nicht. Also, keine Ahnung, macht er jeden Tag nichts anderes als eine Stunde nach der anderen die nächste? Oder so? Ich meine, hat er nichts anderes? Also ist der dann. Das ist doch irgendwie. What the fuck? Oh Mann. Ich würde sagen, kann doch. Er kann auch mehr als eine Frau auf einmal. Ja. Alter, warum höre ich mir das an? I don't know. Das ist interessante Diskussion ist. Also. Ich hatte mit einer Freundin schon täglich und war eigentlich vollkommen zufrieden. Ich weiß nicht, wieso 200? Das ist doch absolut, das ist mir doch absolut überfordert. Mit 10 Ehefrauen wäre ich schon überfordert. 10 Frauen, die reinquatschen, was du tun sollst. Unglaublich. Vestibül der Liebenden. Was soll das denn sein? Vielleicht weiß das der Kellner. Vestibül der Liebenden. Im inneren Hof ist ein Springbrunnen. Manchmal sind die noch an das tiefer gelegene Aquäduktsystem angeschlossen. Vielleicht können wir da runterkommen. Da ist ein kleinerer Hof. Könnte das ein Weg hinein sein? Aha. Fragen wir ihn dafür, oder? Wie kommen wir jetzt rein hier ernsthaft? Rein, fragen wir mal. Vestibüle lieb, dann sollen wir uns das Pärchen ausgeben, um irgendwie reinzukommen. Ich schätze, in den Palast kommt man nicht rein, oder? Bei all den Wachleuten und so. Nur die Kreuzritter haben jemals die Palastmauern überwunden und die hatten Hilfe von innen. Eine wunderschöne Frau, vermute ich, obwohl die Legenden da etwas vage sind. Auf dem Plan habe ich einen Gebäudeteil gesehen, der Vestibül der Liebenden heißt. Wissen Sie, was das ist? Das Vestibül der Liebenden? Das ist ein Seiteneingang mit einem berühmten Verriegelungssystem, das nur von innen geöffnet werden kann. Gibt es noch weitere interessante Eingänge im Palast? Es gibt auch Türen im Inneren, die man nur zu zweit öffnen kann. Der Legende zufolge sollten sie verhindern, dass sich eine der Konkubinen zu einem kleinen Stelldichein mit einer Wache aus dem Harem schleichen konnte. Oh, schau. Schau. Sag doch, viel zu viele, das ist voll unfair für die Frauen. Was? Der eine legt auf seine Liege am Balkon zwei Fächern. Drei füttern ihn. Einmal sitzt seine Schulter, einer auf seine Füße. Und 50 baden nackt im Pool, damit er vom Balkon aus sieht, noch ein paar tanzen. Nicht vergessen, die noch Musik gemacht haben sollen. Noch zwei gegeneinander Schach spielen, weil der Sultan für das Ziehen und Nachdenken beim Schach zu faul ist. Ach so. Kadi Y.
Cuddy Y? Cuddy! Dude Meister, vielen Dank dir für die Unterstützung. Seit 4 Monaten. Danke dir. Ja, Miss Black, aber anscheinend haben einige sich das dann auch umgedreht und sich das anders ausgesucht. Dun, 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 dun. Was liegt da noch rum? Bitte lassen Sie den liegen. Der ist nicht für Sie. Und für wen ist der? Da liegt ein Stapel Briefe auf dem Tresen. Oh. Kannst du sie ablenken? Nee. Annemarie, bist du überhaupt sowas nützlich? Was können Sie mir über das Topkapi-Serai erzählen? Oh, der Palast ist wunderschön. Aber da findet diese Woche die Konferenz des Präsidenten statt. Nur geladene Diplomaten und Pressevertreter sind zugelassen. Warum sehen Sie sich nicht lieber etwas anderes an? Da vorne hängt ein Stadtplan an der Wand, auf dem Sie alle wichtigen Sehenswürdigkeiten finden. Was können Sie mir über das Topkapi-Serai erzählen? Oh, der Palast ist wunderschön. Aber da findet diese Woche die Konferenz des Präsidenten statt. Nur geladene Diplomaten und Pressevertreter sind zugelassen. Warum sehen Sie sich nicht lieber etwas anderes an? Da vorne hängt ein Stadtplan an der Wand, auf dem Sie alle wichtigen Sehenswürdigkeiten finden. Da hängt nur ein Topaki-Schloss rum. Was können Sie mir über das Topkapi-Serai erzählen? Oh, der Palast ist wunderschön. Aber da findet diese Woche die Konferenz des Präsidenten statt. Nur geladene Diplomaten und Pressevertreter sind zugelassen. Warum blend doch die Option aus, wenn du selber sagst. Hängt ein Stadtplan an der Wand, auf dem Sie alle wichtigen Sehenswürdigkeiten finden. Und sonst? Ich habe gehört, Emon Omara wohnt hier. Oh ja, hier in unserem Hotel. Es ist aufregend, einen echten Prominenten hier zu haben. Prominent, hä? Weltberühmt. Ehrlich? Und Sie mich auch? Sehr gut. Nach meinem Abenteuer in Glastonbury schrieb Emon einen Bestseller darüber. Das Ende der Welt, wie es fast, aber doch nicht eintrat und mein Anteil daran, das machte ihn zum Promi-Journalisten. Er ist heute noch nicht aus seinem Zimmer gekommen. Ich vermute, er bereitet gerade eines seiner brillanten Interviews vor. Dürfte wohl eher seinen Kater auskurieren. Wie bitte? Ich sagte, er dürfte wohl gerade mit seinem Laptop recherchieren. Ich habe bald Feierabend. Dann werde ich ihm persönlich den Brief raufbringen, der gerade vom Topkapi-Palast für ihn abgegeben wurde. Ich musste sogar den Empfang des Briefes quittieren. Ist wohl sehr wichtig. Sehr wichtig. Evelyn, nein. Manchmal hast du die Option doppelt und dann klickst du drauf und dann kommt eine neue Dialogkonversation. Manchmal klickst du drauf, aber es kommt genau wie die alte und wiederholt immer wieder die alte dieselbe. Das heißt, du musst eigentlich immer, wenn du die Dialoge erschöpfen willst, so oft reden, wie es geht. Und wenn dann irgendwas doppelt kommt, oh, okay, jetzt gehen wir zum nächsten. Aber du kannst nicht skippen. Erzählen Sie mir was von Emon. Stellen Sie sich jetzt vor. Emon Omara, hier im Hotel. Ja, stelle ich mir vor. Jetzt hat er das wieder gesagt. Das war zwar was Neues und jetzt wird er wahrscheinlich... Erzählen Sie mir was von Emon. Jetzt kommt dann wieder dasselbe. Stellen Sie sich vor. Emon Omara, hier im Hotel. Ja, stelle ich mir vor. Ja, kannst du sie ablenken für den Brief? Der Brief vom Palast könnte wichtig sein. Endlich. Ich werde die Empfangsdame ablenken. Kannst du dir dann den Brief schnappen, wenn sie gerade nicht hinguckt? Aber sicher. Macht richtig Spaß, was? Psst. Ja, was? Okay. Hallo, Martinima.
Und habe halt... Oh Mann. Und Firenze für mich sind beide Schlampen. Aber gut, das hat jeder eine andere Ansicht. Sie kommen mir bekannt vor. Kennen wir uns nicht? Wohl kaum. Ich treibe mich nicht mit Touristen rum. Sind Sie schon mal auf dem Broadway aufgetreten? Ja, mit zwei Tut mir nicht. Leid, Sir. Aber, andere aber ich recht. Muss wirklich arbeiten. Damn. Wir sollten die Konversation lassen. Hat jeder eine andere Ansicht, was in der Hinsicht, wie viele okay ist und ab wie viele dann einfach bloß noch nicht okay ist? Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor. Singen Sie vielleicht? Nein, aber ich schreie. Sehr laut. Bitte entschuldigen Sie mich. Wie soll ich Sie denn jetzt ablenken? Kann ich einfach den Computer benutzen? Das Computersystem des Empfangs. Das Pasha Palace hat wahrscheinlich einen kostenlosen Zugangsbereich. Nobler Schuppen. Was können Sie mir über das Topkapi-Serai erzählen? Oh, der Palast ist wunderschön. Aber da findet diese Woche die Konferenz des Präsidenten statt. Nur geladene Diplomaten und Pressevertreter sind zugelassen. Warum sehen Sie sich nicht lieber etwas Kannst anderes es nicht skippen? An? Da vorne hängt ein Stadtplan an der Wand, auf dem Sie alle wichtigen Sehenswürdigkeiten finden. Erzählen Sie mir was über Istanbul. Schauen Sie doch mal auf unseren Stadtplan. Zeig's mir doch mal genau, dass du da weggehst. Ich soll sie ablenken. Ach, kann ich sie von hier ansprechen? Nein, sprich sie doch von rechts an. Das Computersystem des Empfangs. Es ist Black. Hör mal auf. Ist ja unglaublich hier. Was ist das? Ein Foto der Empfangsdame, auf dem sie einen Golfpokal hochhält. Oh. Oh, kannst du von hier... Oh, sie hat einen Golf. Können wir über Golf sich unterhalten? Wieso rabest du einfach nicht von rechts an? Spielen Sie oft? Nicht so oft, wie ich gern würde. Und Ihr Handicap? Meine Ohren, schätze ich. Oh. Soll ich Ihnen mal zeigen, wie toll ich putten kann? Überraschen Sie mich. Der Schleichmodus da hinten! Der Schleichmodus da hinten! Oh Mann. Oh Mann. Das war wirklich recht beeindruckend. Danke. Ist natürlich alles nur eine Frage des Griffs. Also, wie berühmt sind Sie denn nun? Oh, sehr berühmt. Ich bin noch nicht überzeugt. Okay, gib den Brief her. Ich muss aufhören, mit ihr zu reden, sonst läuft uns... Sonst macht Miss Black gleich noch eine Pause. Jetzt bleib doch mal hier, du hast doch... Stillgestanden! Platz! Sitz! Annemarie! What the fuck? Hast du ihn? Aber ja. Hier, ein Ausweis für die Pressekonferenz im Palast. Du bist ein Genie. Ah. Ja, ist einfach weggerannt. Unglaublich. Speichern mal wieder. Das ist... Der Chat ist am Arzen. In der Tat. Oh Mann. Zurück im Topkapi. Wow, es ist schon Nacht.
Wir sind alle große Fans, Mr. O'Mara. Besonders Ekin, oben am Tor. Wenn er hier bei uns wäre, würde er sie sofort reinlassen, denn er weiß ja, wie sie aussehen. Natürlich. Oh. Wir sind alle große Fans, Mr. O'Mara. Besonders Ekin, oben am Tor. Wenn er hier bei uns wäre, würde er sie sofort reinlassen, denn er weiß ja, wie sie aussehen. Okay, natürlich. Wir dürfen Ekin nicht begegnen. Kurze Fix, zeig halt den fucking Ausweis. Was? Sieht Ach. Aus, als hätte Emon einen Ausweis und eine Karte des Topkapi-Palastes bekommen. Außer ich habe Bild die Karte drauf. Vom Ausweis getrennt. Wir haben noch einen Stift da drauf, verdammt. Bild drauf hier. Wir müssen noch einen Ausweis Emons erstellen. Ausweis. Das Foto klebt nur lose drauf. Ah, okay. Das funktioniert so nicht. Ach komm, muss ich das einzeln machen? Haben wir hier irgendwas? Brandschutz, ein Stift. Kannst du mit der Klammer hier das... Och Gottchen. Keine Chance, mache ich nicht. Das Foto klebt nur lose drauf. Ja, dann nimm's. Ausweis. Das Foto klebt nur lose drauf. Okay. Eine Karte des Topkapi-Palastes. Das ist ja schön. Den Stift mit dem... Das klappt doch nicht. Nimm halt das Foto und kleb's da irgendwie drauf oder reiß das Foto... Kann ich sie einfach benutzen, das Foto? Das klappt doch nicht. Okay, wie fälscht man so einen Ausweis? Das macht richtig Laune, nicht wahr? So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Das Foto von mir erst abmachen mit Stift oder Klammer. Okay, das kann vielleicht gehen. Keine Chance, mache ich nicht. Weißt du, eine Sache regt mich manchmal an Adventures auf. Das funktioniert so nicht. Wenn du eine Adventure-Reihe hast, wo jemand... Sekunde, ich war gerade... Kadigesim. Drachi, vielen Dank dir für die Unterstützung. 5 Monate, vielen Dank dir. Ich habe hier so eine abstehende Haut an meinem Nacken. Das nervt mich total. Hallo Chris und hallo Taffel. Moin. Schön, dich zu sehen. Taffel, danke für die Unterstützung. Für den Cheer von 303. Der wird aber, glaube ich, heute resettet. Glaube ich, stand dort. Aber danke dir dafür, für Chili da. Glaub, da steht dort, wie lange das noch ist. Hi, Liebe. Deswegen. Oh, okay. Hallo, Destroyer. Was mich so ein bisschen immer... Die geraten so oft in... Okay. Im ersten war es Sinn, er war ein Tourist, bla 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 bla. Aber mittlerweile ist er schon in so viele Sachen reingeraten, dass man sich mal denken würde, er steckt ein simples Taschenmesser mal ein. Dass sowas, du kannst ja andere Rätsel auch generieren in so einem Spiel. Also so simples wie, nimm ein fucking kleines Messer und trenn das fucking Bild da ab zu einer fucking schwierigen Aufgabe wird, weil ich bloß eine fucking Salami in der Tasche habe. Und ja, meine Salami ist viel zu groß für meine Tasche. Für meine Hosentasche. Was will ich hier mit so einer dicken Salami in meiner Tasche? Und ja, ich sag's mit Absicht so. Holy shit. Feuerzeug. Feuerzeug, das mit an... Ah. Das funktioniert so nicht. Okay. Können wir nochmal ins Hotel gehen und uns dann ein Messer vom Tisch klauen? Echt? Zurück im Pasha Palace Hotel. Ich meine,
in den letzten Teilen habe ich ein Höschen mit mir von ihr, von Nico, den ganzen Teil in der Tasche rumgetragen. Echt. Einfach ein Stück Salami, genau. Echt, den ganzen Teil ein Höschen rumgetragen von Nico. Echt, hätte auch einfach anziehen können, damit es aus dem Inventar raus ist. Kann ich mir jetzt hier irgendwo ein Messer nehmen, einfach? Haben wir das Frühstück verpasst. Okay. Das ist so... Das ist so... Jetzt hat das Messer geht. Das ist so eine fucking... Was jetzt? Jetzt hat er... Jetzt nimm das Messer, ich danke. Hab's. Nettes Souvenir. Ah, danke. Ah, oh, danke. Das klappt doch nicht. Was? Was klappt da jetzt ein nicht? Ein nettes Souvenir aus dem Pasha Palace. Ich habe das Foto von dem Ausweis abgezogen und dabei völlig ruiniert. Ausgezeichnet. Jetzt habe ich einen Ausweis, mit dem ich in den Palast reinkomme. Endlich. Okay. Stimmt, wenn ich Shift kalten habe. Ne, wie hat er gerannt? Ah, Control, wenn ich kalten habe, ist er gerannt. Was sagt der Kellner noch? Nichts mehr? Der Bus da wegen. Im Top Kapi. Ich weiß es nochmal. Jetzt gehen wir einfach erstmal hier rein. Vielleicht brauche ich den Kellner nochmal. Ah, ja. Jacques Güzel, Sie sind wirklich Emon O'Mara. So, Mr. O'Mara, sagen Sie mir die Worte. Sie wissen schon. Die Worte. Nein, das kann ich nicht. Oh, bitte. Sicher können Sie das. Nein, das kann ich bestimmt nicht. Ich glaube schon. Dafür muss man in Stimmung sein. Sagen Sie sie. Jetzt. Und Sie mich auch. Oh, fantastisch. Nochmal. Und Sie mich auch. Mit Gefühl. Und Sie mich auch. Ecken am Tor wird sich freuen. Er und ich hören alle Ihre Shows. Er hat sogar ein Poster von Ihnen zu Hause. Ich sage Ihnen Bescheid, dass Sie hier sind. Prima. Dem wollen wir nicht begegnen. Fucking Taschenmesser. Ecking am Tor. Ist das da hinten der? Ist das das Tor? Wollen wir also dann lieber darum? Bitte gehen Sie weiter zum Tor, Effendi. Oh, schön. Nein. Können Sie bitte dort an der Seite warten? Hier kommt gleich eine wichtige Persönlichkeit vorbei. Okay. Ja. Ach, er wartet auf Emon. Ach, damit. Bitte gehen Sie weiter zum Tor, Effendi. Moment mal, was? Okay, was? Moment. Was? Kopf, Tisch nochmal doppelt. Jetzt komme ich erst drauf. Okay, pass auf. Er. Oh, ich kann nicht nochmal raus. Doch. Er lässt mich durch, weil er denkt, ich bin Emon. Und sagt ihm Bescheid, dass jetzt gleich Emon durchkommt. Und er wartet jetzt auf Emon, dass der kommt, weil er ihn jetzt sich. Was? Der sieht doch davor! Der sieht doch, dass er mich durchgelassen hat! Das ist doch... What? Selbst wenn er jetzt per Walkie-Talkie gesagt hat, ja, Emon kommt gleich... What the fuck? Da rein. Könntest du mir vielleicht weiterhelfen? Willst du, dass ich die Wache auf der linken Seite ablenke? Woher wusstest du das? Ich lerne schnell. Wenn ich drin bin, lasse ich dich durch die Seitentür rein, die der Kellner erwähnt hat. Viel Glück. Dir auch. Wir werden es brauchen. Wow. Wow. What? Holy shit. Sorry, der dritte Teil war genial. Viele Leute haben auf den dritten Teil geschissen. Kann mich nicht bewegen. Wo bist du gerade hin, Anne?
Okay. Ich renne jetzt hier rechts hin. Ah, ne. Sie lenkt die Wache ab. Okay. Und er, wo guckt, zieht dort. Okay, nein. Jetzt kann ich und bitte, euch beide. Gehen Sie weiter zum Tor, Effendi. Doch nicht? What the fuck? Muss ich schleichen oder was? Bitte gehen Sie weiter zum Tor, Effendi. Ich weiß nicht, ob ich schleichen kann. Ah, einfach so gehen. Oh. Ein Gerüst. Eine Touristenattraktion ohne Gerüst. Das ist unser Ende. Aber trotzdem Vorsicht bei diesen Wachen. Oh, nein, bei den Wachen muss ich keine Vorsicht geben. Bei den Wachen muss ich keine Vorsicht geben. Holy shit. Kann ich hier hoch? Das waren Schmerzen. Das waren einfach nur Schmerzen. Was zum? Was zum? Was zum? Okay, wir müssen auf den aufpassen. Seit heute, Accidental, und hallo. Der läuft da nach hinten, wie soll ich denn... Oder hat mich da einer gesehen? Was zum... Was zum? Okay, ich lauf nicht. Da rechts ist noch einer. Ja, aber da sehe ich ja gar nicht, wo er hinguckt. Wie soll ich denn das sehen? I'm sorry, das dritte war ziemlich genial. Ich habe ziemlich lachen müssen bei einigen Sachen. Das vierte ist echt. Kann ich hier einfach durchgehen? Zu. Doch nicht so einfach. Nimm diese Lame und tarne dich als Busch. Ja. Ich kann denen ja anbieten, von meiner Salami zu kosten. Also wirklich. Keine Ahnung, was die wollen. Hier hoch? Ich kann nicht hier hochgehen. Wieso kann ich hier hochgehen? Messer. Geh hoch. Spring hoch und ermorde ihn. Hopp. Kann hier nicht hochspringen. Das ist zu hoch für ihn. Vielleicht muss ich echt den Kopf beobachten. Okay. Oho! Ist rübergesprungen. Wirf die Salami hoch. Was zum?
Der läuft weg. Der läuft hin. Der läuft weg. Der läuft hin. Der ist jetzt weg. Kommt aber der andere her. Okay. Wenn der wegläuft. Nimm mal an, ich muss den Rhythmus durcheinander bringen, oder? Was zum? Ich muss wahrscheinlich rechts, um den Rhythmus durcheinander zu bringen. Dass sie nicht mehr so im Takt laufen, vielleicht. Und außerhalb des Takts. Das Brett könnte man natürlich auch testen. Kann ich das überhaupt anklicken? Dann kann ich hier runter. Ne. Hier runter. Ah. Ja, die Tür haben wir probiert. Kurz geistig abwesend, ja, Miss Black. Ich weiß schon, wo du geistig noch warst. Hier, Salami. Aber ich habe hier oben auch nichts zum Anklicken, außer er kommt vorbei. Dammit. Ich kann hier oben nicht einfach bloß was hochschmeißen. Ah, no. Emons Foto. Ein albernes Foto von Emon O'Mara. Damn! Die Wache anschauen, Moment, das könnte man probieren. Sagt nichts. Jetzt laufen sie. Die laufen immer entgegengesetzt, ne? Sobald er jetzt kommt, er rüber. Jetzt schaut er hin. Und jetzt wartet er so lange im Hinschauen, bis er komplett vorne ist. Und dann drehen sie beide. Oh, ich muss ihn ja bloß ablenken irgendwie. Keine Ahnung. Ja, ich brutzel meine Salami. So. Ich wedel mit der Salami. Kann ja ansprechen oder so, das ist natürlich dumm. Wecker, ich habe einen Golfschläger, ich habe eine Brandschutzdecke. Eine Brandschutzdecke könnte nützlich sein. Kann ich die hier irgendwie drüber machen, um hier ein Feuer zu machen? Das kann ich auch nicht anklicken und nicht interagieren. Kann man noch mal rumgucken, ob es noch hier irgendwas gibt zum Interagieren. Also. Da müsste es ja hier oben irgendwas sein. Die Brandschutzdecke anzünden, ich glaube eben nicht. Warum sollte ich das wohl versuchen? Die Salami. Ja, aber ich kann auch nicht die Laterne anklicken, um die zum Beispiel zu benutzen. Alles, was ich hier anklicken kann, ist die Wache, wenn sie herkommt. Liegt da auf der Mauer was? Ach, fick dich doch. Was ist das? Ich hab's. Ach, fick dich doch. Danke, Kyotsu. What the fuck? Telefon eines Wächters. Das Handy der Wache. Die Nummer lautet, Moment, 555-654-897. Oh, ich hab noch rumgewedelt mit meinem Mauszeiger. Wieso kam da nix?
Ganz kurz, das ist ja. Okay. Ich hänge das Telefon zurück. Ich hab das nicht gesehen, das war zu dunkel. Wieso ist eigentlich alles so dunkel in meinem Monitor? Das Problem war, manche Spiele. Kingdom Come hat meine Gamma von allen Monitoren rumgeschraubt. Ich müsste meine Gamma-Einstellung von allen Monitoren wieder neu machen. Die Spiele-Einstellung von Kingdom Come hat die Einstellung in Windows verändert von meiner Gamma-Einstellung. Von allen Monitoren gleichzeitig. Jetzt muss ich alle Monitoren. Ich müsste mal wieder eine halbe Stunde mit Zeit nehmen, an den Monitoren die Gamma ordentlich herzustellen. Oh, das war mal so nervig. Das ist. Das hat mich so aufgeregt bei dem Spiel. Ja, der stellt, wenn du Kingdom Come hast, schieb mal den Gamma-Regler rum. Du siehst, also wenn du mehrere Monitore hast, wenn ich in Kingdom Come den Gamma-Regler rumschiebe, sehe ich, wie die anderen Monitore auch hell und dunkel werden. Dann nimmt alle Monitore her und passt die an, obwohl die halt alle unterschiedliche Gamma-Werte hatten, weil ich habe drei unterschiedliche Monitore. Und der hat die einfach die Windows-Einstellungen überschrieben, die du für jeden Monitor einzeln machen musst. Und ich habe seitdem nicht wieder gemacht, weil das ist halt immer so ein Prozess, wo du halt an Monitor und drum. Okay. Das ist absolute Frechheit, dass der die Windows-Einstellung verändert, anstatt eine Es ist eine Frechheit, dass der auf die Windows-Einstellungen zugreift und nicht programmspezifisch das Gamma einstellt, was 99,9% alle Spiele machen. So. Kann nichts tun momentan. Ist er wer? Seltsam. Jetzt sind sie aus dem Rhythmus gebracht. Und jetzt sind sie aus dem Rhythmus gebracht worden. Jetzt kann ich drüber, während sie beide weggucken. Ah. Ich muss hier vorsichtig sein. Speichern bitte. Es ist nur aus der Spielereihe geworden. Hilfe. Was zum... Mal hin. Geht der weg? Nein. Kann ich die Salami jetzt da irgendwie runterschmeißen? Den Hund ablenken? Wo kann ich diese. Ich muss doch bloß irgendwie bestimmt die Salami dem Hund geben, oder? Kann ich das irgendwie. Nein! Nein, ich will einfach rübergehen! Da. Schau mal, da ist was. Da ist schon wieder was. Was ist das? Der Putz hier ist locker und darunter ist etwas loser Schutt zu erkennen. Vom Fenstersims blättert der Putz ab. Das Haus kommt langsam in die Jahre. Ja. Ich brauche was, um den Stein herauszubrechen. Okay.
Nol, du Zeki? Besser, ich schau mal nach. What? Das war's. Was? Fantastisch. Zum Glück bin ich eine Naschkatze. Was ist das überhaupt? Kaffee? Die Tasse ist jetzt leer. Oh. Was zum? Jetzt kommt er zurück. No! Kann ich da die Salami hinlegen? Oder soll ich einfach weitergehen? Oder. No, du Zeki? Besser, ich schau mal nach. Tod wegen Kaffeesucht, ja. Ja. Der ist ja da unten, oder? Kann ich da irgendwie vorbei und schnell in die Tür rein? Was zum? Nein, kann ich nicht. Okay. Also muss ich irgendwas mit dem Kaffee machen. Ich hab nichts, was ich in den Kaffee tun kann. Ich leg den Salami nebenhin. Vielleicht dreht der Hund dann durch. Achso, dass ich wieder auffüllen muss danach. Noll, du Zeki? Besser, ich schau mal nach. Ein Kaffee? Moment mal. What? Du meinst einen Kaffee austrinken und dann wieder weggehen und dann fällt ihm nicht auf, dass der Kaffee leer ist und dann holt er sich einen neuen? Ich bin eine Naschkatze. Oh, mein Kaffee ist leer. Was zum Teufel? Oh nein, Zeki. Ich habe keinen Tee mehr. Nicht schlimm. Ich mache neuen. Komm. Du bleibst hier. Sitz! Der ist verdunstet, genau. Das ist ihm gar nicht aufgefallen. Was ist das überhaupt? Kann ich da eine Salami jetzt hinhängen? Es ist nach einer Schnur aus. Das ist die abgeknotete Wäscheleine. Ha! Ha! Dann lasse ich meine Salami mal baumeln. Ich verschwende doch nicht meine ganze Salami an diesen Köter. Okay, er kann nur ein Stück von meiner Salami haben. Ausgezeichnet. Jetzt habe ich eine Scheibe Salami. Hallo, Harald. I'm sorry. Hallo, Harald. Danke. Gottchen. Ihr beide seid braun und fangt mit HA an. Willkommen zu Kadi verwechselt euch. Ihr seid Twitch-Brüder für mich. Salami an der Wäscheleine. Wir leben schon in einer komischen Welt. Für mich sind die ersten Anfangsbuchstaben witzig. Oh mein Gott, ich hypnotisiere den Hund. Also ich hätte ihm die ganze Salami runtergeschmissen, dass es isst. Seriously? So ein Wachhund lässt sich von einem pendelnden Salami-Stück ablenken? Gut, die Hunde sind auch viel besser als die Wachen hier. Aha. Tschüss. Dort ist der Brunnen, aber im Hof wimmelt es vor Wachen. Das Gebäude dahinter ist das Museum. Da müsste ich die Seitentür finden. Es ist... Ja, komm, geh da runter. Ja,
So ein bockiges Kind, ne? So, wieder so keine Xeki und so. Die Treppenlauf-Animation. Kann ich wieder hochgehen? Geht's hier hin? So. So, da steht natürlich ein Computer ohne Passwort rum. Einfach ungeschützt. Das System ist passwortgeschützt. Oh! Ein PC. Dieser Computer könnte das Sicherheitssystem steuern. Ich bin beeindruckt. Die IT Postkarte. War wieder klüger als der Rest der Wache. Schöne mit dem Topkapi-Dolch ist dabei. Eine Geldkassette. Ja, öffne sie. Sie ist wahrscheinlich leer. Sicher? Nein, nimm ein Messer. Das funktioniert so nicht. Natürlich. Lass eine Scheibe Salami da. Können wir mal so eine Scheibe abschneiden? Ausgezeichnet. Jetzt habe ich eine Scheibe Salami. Okay. Ja. Das wäre keine so gute Idee. Wieso? Dann lass doch ein bisschen Salami. Dann werden sie nachreden von El Salamo. Der Salami-Dieb hat uns, der Salami-Einbrecher eingebrochen und immer einbricht, hinterlässt der Salami-Scheibchen auf seinem Weg. Seine Erkennungsmarke, das wäre ich. Da wäre ich dann so hin. Unser Diamant ist weg. Und was ist da? Eine Scheibe Salami. Es war El Salamo. Oh Mann. Überall Salami-Scheibchen hinterlassen. Als Auftragsmörder zwei Salamenscheiben auf die Augen legen, nachdem du dein Opfer umgebracht hast. Dort steht Warnung. Dieses Museum besitzt ein Infrarot-Alarmsystem. Bei Aktivierung nicht eintreten. Oh. Ja, damit er was zu essen hat auf die... Genau, El Salamo. Tauscht sein Beutegut immer gegen Salami aus. Genau, statt Wurfstellen Salamischeibchen... Wow, ja, du schneidest sie so aus wie Wurfsteine und dann lässt sie so richtig trocknen und hart werden und dann so Salami-Wurfsteine. Wenn es ernst wird, beißt er ein Stück von seiner Salami ab und dann kriegt er Superkräfte. Okay. Hallo Inge! Okay, wir haben ein passwortgeschütztes. Können wir hacken? Kann ich mein super Hacking-System anwenden? Oh, hat natürlich WLAN! Natürlich haben sie WLAN. Immer Passwortschutz, aber sie haben WLAN. Easy. Kann ich für El Kekso. Stimmt, El Kekso, aber das ist zu auffällig. Kekse verbindet man viel zu schnell mit mir. Woher hast du das neue süße Emote? Vom Weihnachtsmann. What? Wir müssen hier und hier rein, oder was? Okay, nein, wir müssen da rein. Ne, die dürfen nicht rein. Wie waren die Regeln nochmal? Shit. Handbuch. Wie waren die Reden nochmal? Shit, ich weiß nicht mehr, wie die Reden waren. Na, toll gemacht, Kadi. Was? Pizza? 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 Wie kommst du auf Pizza? Auch Pizza? Wer hat Pizza? Ich bekomme Lust auf Salami-Pizza! Ach so. Du bekommst Lust. Also hat er noch niemand, Miss Black. Also wirklich. Keine Ahnung, was ist, wenn ich hier so reingehe einfach? Was ist denn?
muss in die anderen. Ach nee, ich muss doch alle durch und dann hier rein als Proxys, ne? Ah, so war das. Okay. Aber wie soll ich denn hier rein? Da muss ich nach unten, von unten rein. Nee, so geht es nicht. Moment. Ich habe auch nichts zum Spalten. Richtig Hardcore-Hacking. Wenn ich in dem rein muss, dann muss ich es ja irgendwie gerade durchschicken. Und hier müsste ich dann von oben reinkommen. Wie soll ich denn das schaffen? Hä? Mich den drehen? Nein. Vielleicht reichen drei, ne? Bräuchte ich aber den nicht. Den schrägen hier runter, das könnte gehen. Hier einen schrägen runter. Müsste aber hier hinkommen. Können Schrägen auch dahin senden. Oh, okay. Das ist das erste coole Rätsel. Jetzt lass mal nachdenken. Wir haben. So kann ich bei. Da muss ich ja irgendwie von oben durch. Oben nach unten durch oder von unten nach oben durch. Ich muss hier so rüber durch. Wenn ich aber hier reinkomme, die Kalten kann ich halt doppelt hier nehmen, aber. Wenn ich sie bloß so schräg nehme. Weil jetzt bräuchte ich halt 1, 2, 3, um die da rüber zu schicken. Das ist dumm. Vielleicht von hier. Sub. In schrägen unten links. Du meinst so?
einen nach links, den oberen, den hier. Ne, es geht nicht. Warte, einfach mal. Da danach geht er dahin. Das geht nicht. Naja, es gibt noch keine Sklavenstunde für nächste Woche. Ich muss hier gerade durch, sonst wie soll es sonst gehen? Hier gerade durchgehe. Dachte irgendwie sowas. Aber jetzt fehlt der hier. Jetzt haben wir's. Moment. Ich muss bloß noch den mitnehmen. Haben wir's doch, oder? Ah! Gehackt! Alles klar! Das hat. Systemwartung. Ja, Systeme in den Testmodus setzen. Aktiviere Laser für eine Stunde in Testmodus. Türen entriegelt. Besser geht es nicht. Die Laser gehen jetzt an und aus. Wenn ich sie jetzt nur noch sehen könnte. Wir haben es fast. Nur noch sehen könnte. Laser. Jetzt müssen wir noch ein bisschen pusten. Gehen jetzt an und aus. Wo haben wir denn ein bisschen? Wir haben nichts. Feuerzeug. Sprinklersystem. Können wir irgendwie Feuer machen? Das klappt doch nicht. Irgendwie Wasser. Was ist das überhaupt? Die Belüftung ist an. Und da ist noch ein Sicherheitsgitter davor. Ich habe keinen Grund, das zu versuchen. Konntest du es komplett abschalten? Konnte man noch mehr machen? Moment. System ausgelastet, Test. Wann laufe ich jetzt hier in Laserstrahlen rein? Oh no, oh no. No! Oh. Oh no. What the fuck? Wie findest du die Spiele immer? Danke dir, Tethard. What the fuck? What the fuck? Soll ich das verraten? Es kostet 10 Euro das Spiel. What? Ich hoffe, ich kann den Namen geben. Ich hoffe, ich kann den Namen geben. Dann kann ich meine Zuschauer besteigen. Ich hoffe, ich kann den Namen geben und dann besteige ich die ganze Sklavenstunde einen Zuschauer nach den anderen. Lass deinen Traum wahr werden. Ich bin raus. Hallo, Shuri. Reiterhof, Riding Stables, das Leben mit Pferden.
Ich muss einen Reiterhof aufbauen und Pferde reiten und trainieren und sauber machen und what? Okay. Simulation, Pferde, Sport. Alles klar. Ich bestelle mir mal schon eine Reitgerte für nächste Woche. Ich brauche eine Reitgerte für die Pferde zum Anspornen. Und ich hoffe, ich kann den Pferden einen Namen geben. Nenn das Pferd nicht mein Schwanz. Will ich auch nicht. Ich nenne das Pferd Nameria und dann besteige ich dich. Und wenn du nicht spurst, dann... toll, das muss ich Miss Black nennen, weil die bockt da mit Absicht rum. Bloß, dass sie die Gerte zu spüren bekommt. Die Belüftung ist an und da ist noch ein Sicherheitsgitter davor. In der Tat, der Tat. Das Problem an den Sklaventag, ich habe glaube ich noch die Wots irgendwo. Das Problem ist, dass die Hälfte da einfach gemutet ist wegen der Musik. Messer? Das ist nicht richtig so. So, die Belüftung läuft. Können wir irgendwie... Keine Chance, mache ich nicht. Irgendwie die Decke? Das ist nicht der richtige Weg. Ich muss da irgendwie irgendwas in die Belüftung reintun. Das mache ich nicht. Das wäre keine so gute Idee. Liegt da noch irgendwas rum? Kann ich mir noch irgendwas nehmen? Stopf eine Salami rein. Ich steck meine Salami nicht einfach irgendwo rein. Ich habe das System bereits geknackt. Ich bin wählerisch. Sehr wählerisch. Erstmals. Nimm eine Scheibe. Das klappt doch nicht. Das funktioniert so nicht. Schau, es funktioniert so nicht. Büroklammer. Das klappt doch nicht. Das ist nicht richtig so. Wohl nicht sehr realistisch, oder? Aber du hast deinen Spot in jedes Loch gesteckt, das stimmt. Spot freut sich, in Löcher zu kommen. Okay, kann ich irgendwie den zerhexeln? Das ist nicht der richtige Weg. Okay, ich, keine Ahnung, entweder wir machen das Lüftungssystem aus, das, und dann steckt man hier irgendwas in Brand und der Rauch macht dann vielleicht... Das klappt doch nicht. Was? Toll, Mary, danke. Jetzt bringst du mich noch zum Raustappen. Was? Enter your horse name, my dick. I forged my dick for you. What the fuck? Lass mich niemals Zelda spielen. Ich werde es absolut nachmachen. Büroklammer mit Salamischeibe. Das mache ich nicht. Nee.
Ich müsste irgendwie ein bisschen Rauch erzeugen. Ich wäre echt bloß ein bisschen was. Kann ich die Salami ein bisschen räuchern oder. Das ist nicht der richtige Weg. Kann ich hier irgendwie die. Feuer. Ich müsste ein bisschen das auf Feuer machen. So nicht. Dass wir einen Rauch kriegen und die Laser sehen. Es geht mir bloß um die Laser zu sehen. Ich habe ein Feuerzeug. Okay. Ich habe mehrere Sachen, die ich verbrennen kann. Ich verbrenne sein Bild. Keine Chance. Mache ich nicht. Oder eigentlich will ich sein Bild vielleicht hier reinlegen und dann verbrennen. Das funktioniert so nicht. Und dann zieht die Lüftung oder zieht die Lüftung raus, die Luft. Die dürft wahrscheinlich die Luft rausziehen. Also will ich die Lüftung ausmachen und dann irgendwie ein Feuer machen. Aber... Die Belüftung ist an und da ist noch ein Sicherheitsgitter davor. Sicherheitsgitter. Wir haben das dumme Sicherheitsgitter. Wieso kann ich das Messer nehmen und dieses Sicherheitsgitter öffnen? Das funktioniert so nicht. Okay, das geht nicht. Und die Büroklammern kann er auch nicht nehmen, die irgendein Sicherheitsgitter irgendwie. Keine Chance, mache ich nicht. Golfschläger das Sicherheitsgitter rausbrechen? Das wäre keine so gute Idee. Nein. Diesmal nicht. Ah. Ich kann es wieder zumachen. Wahrscheinlich, um mehr Rauch zu erzeugen oder so. Ah, wenn der Fähre läuft, hier sind irgendwo Laser, die er auslöst, oder? Ich muss hier später nochmal hin, ohne diesen ganzen Druck. Da sind Laser. Da sind noch mehr Laser irgendwo. Ja, er sagt ja, die Laser blinken. Okay, wie erzeugen wir jetzt Rauch? Kann ich hier noch irgendwas wieder anklicken, was ich nicht sehe? Sicherheitsgitter. Muss irgendwie angucken. Eine Art Belüftungssystem. Von hier aus weht eine leichte Brise durch den Raum. Okay, perfekt. Das heißt, ich will da drinnen Feuer machen. Das wäre keine so gute Idee. Okay. Ich will also dieses Gitter wegmachen, irgendwas da reinlegen, das anzünden und dann zieht der Rauch rein. Das denke ich mir. Wie kriege ich jetzt das Gitter weg? Es funktioniert kein Golfschläger, kein Messer, ein Stift. Das funktioniert so nicht. Feuer. Keine Chance, mache ich nicht. Okay. Kann ich wen anrufen und fragen? Die von Ihnen gewählte Nummer ist nicht mehr erreichbar. Einfach die Karte verbrennen? Rein mit der Karte und das Gitter schließt. Okay. Sorry. Kann ich es jetzt anzünden? Oh mein Gott, es geht einfach so. Dachte mir, was kann ich verbrennen? Eine ganze Karte war schien mir groß genug. Oh, I'm sorry fürs Niesen. Danke, Dittard. Oh, das hat mich voll das neue Null erwischt. Null aus dem Nichts erwischt. So, wo sind jetzt die Laser? Jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie da. Wenn sie jetzt weggehen, rennen wir rüber. Ach du Scheiße. Oh, da war auch noch einer. Mohammeds handgeschriebener Brief. Okay, speichern.
Jetzt haben wir noch ein Hebelrätsel. Das sollte einfach werden. Easy. Ist er? Einfach alle vier Hebel runter. Und schon haben wir es gelöst. Nein, wir tun den wieder hoch und dann ist fertig. So, jetzt bin ich nicht so schlecht. Gute Arbeit, George. Man dankt. Muss ich nur merken, welcher Hebel was bewegt. Ich habe zu danken. Ja, du hast zu danken. Schön, dass du mir helfen willst, George. Okay. Der Arme. Wirklich arm war, glaube ich, im Amnesia. Holy moly, tut mir der Typ leid. Was ist hier? Anscheinend müssen beide Köpfe gleichzeitig bewegt werden. Anne, hilfst du mal? Anna Maria, kannst du mir helfen, diese Tür zu öffnen? Was soll ich machen? Ich drehe den einen Kopf, du den anderen. Okay. Ach, das hat von der will ich nichts. Ich will doch Nico. Ich die Fontäne untersuche. Sei vorsichtig. Diese Wachen verstehen keinen Spaß. Die bringt mir nur mehr Ärger am Hals. Die Wachen konzentrieren sich offenbar auf den Museumsbereich des Hofs. Das wird aber hart genug. Okay, müssen wir jetzt an allen hier vorbeischleichen, dass wir hinter der Wache vorbeischleichen oder was? Oder muss ich doch darüber? Spieletechnisch sagte mir darüber irgendwie, also weil ich da angefangen habe, aber die Wache guckt ja in die Richtung, also müsste ich ja eigentlich doch hinter der Wache rum. Die ausgeschaltete Pumpe. Seriously? Und während er jetzt darüber guckt, kann ich jetzt da vorne vorbeirennen oder was? Oh ne, da ist auch noch einer. Da rein, nein. What the fuck? In den Brunnen reinrennen. Ist ein Geheimgang nach unten. Du hast die Salami, nutze sie. Kann ich echt rumrennen? Ja, hinten auch. Okay. Ja, hallo? Okay, kann ich das irgendwie kurz schließen? Messer oder Büroklammer?
Keine Chance, mach ich nicht. Ich bräuchte noch zwei Hände. Wenn das hier vorbei ist, könnten wir in New York ja mal ein Bier trinken gehen. Kein Bier, wir trinken Martini. Kennst du meinen Lieblingsort da? Die Grand Central Station. Das ist wie eine Filmkulisse. Abgemacht. Moin, Omidus. Und ich gebe einen aus. What the... Ich meine, die Wachen, wie blind sind die denn? Die sind blinder, als ich jemals war. Mein ganzes fucking Leben. Ich bräuchte noch zwei Hände. Ja, dann muss sie halt mitkommen, oder? Ich bräuchte noch zwei Hände. Kann ich sie benutzen? Anna-Maria, komm zum Springbrunnen. Du musst mir helfen, die Statue zu bewegen. Das sind drei Wachen in diesem kleinen Park und keiner bemerkt die Typen, die rumlaufen? What? The fuck? Ab mit uns ins Loch. Das ist die schlechteste Wachenecho ever. Jetzt müssen wir nur noch die Zitadelle finden. Naja, sie könnte auch schon vor Jahren eingestürzt sein. Du musst Vertrauen haben. Okay. Oh, ich sollte nach dem Schleichen hier speichern nochmal. Damn, echt. Schlechtesten Wachen ever. Oh. Ist da? Ventil offen. Was? Ventil geschlossen. Oh. Verstehe. What the fuck? Jetzt kann ich hören, wie das Wasser nach unten rauscht. Jetzt kann ich hören, wie das Wasser durch die linke Leitung rauscht. Jetzt kann ich hören, wie das Wasser hinein und nach unten rauscht. The fuck? Muss ich Überdruck unten erzeugen? Das Wasser nach unten rauscht. So irgendwie Unterdruck, Überdruck nach unten und jetzt rauscht das Wasser nach unten. Aha. Jetzt kann ich hören, wie das Wasser durch die linke Leitung rauscht. Okay. Es rauscht da, dann rauscht es hier nach unten. Hier kommt es nach unten, da kommt es nach unten rein. Dann haben wir hier das Wasser und das Wasser. Und hier sind zwei Wasser nach unten. Das ist eh abgeschlossen. Das ist die untere Leitung, die kommt. Das müsste hier ziemlich viel Druck drauf sein, oder? Jetzt fließt viel Wasser ungehindert durch. Und da spritzt es auch raus. Okay, ist aber nicht genügend. Muss ich oben auch nochmal extra Wasser reinleiten, oder wie? Oder... Ventil geschlossen. Ventil offen. Der Block rührt sich nicht von der Stelle. Ach, ich musste bloß nochmal zu und aufmachen. Und das war's. Wow. Gut, dass ich's probiert habe. Ich hatte schon die letzte Lösung, aber ich hatte nochmal zu und aufmachen müssen. Okay. Ja, drei Wachen im Sonderangebot für eine Salami war da. Wahrscheinlich waren die geklont worden. Damn, waren die Wachen dumm. Ich meine, ich kann ja verstehen. Das muss es sein. Okay, ich... Oh Mann, eigentlich habe ich nicht dran geglaubt. Unberührt seit Jahrhunderten. Also ist das Manuskript echt. Es führt uns zum Schatz. Ich kann ja verstehen, dass eine Stealth-Logik und eine Sichtlogik ziemlich schwer zu programmieren ist, besonders damals, etc. Aber dann setze ich halt nur eine Wache rein. Dann wird es realistischer. Oh, eine Wache chillt vielleicht gerade im Park, weil's, oder raucht eine Zigarette, weil sie gerade Pause hat.
und hockt da und raucht oder so. Keine Ahnung, irgendwas. Da ist ja so eine drei Wachen rein und tut dann so, als ob sie absolut blind sind. Naja, halt, der Meister halt ein bisschen. Damn, wir haben schon 18 Uhr, ne? Machen wir nächste Woche weiter? Dann mache ich eine Pause. Ist klar. Ah, ne, bisschen, zumindest reinkommen will ich noch. Können wir noch reinkommen? Nichts passiert. Kannst du dich hier draufstellen? Auf die Plattform hier? Offensichtlich, was ist? Eine Druckplattform? Anna Maria, kannst du bitte mal auf diesen Knopf hier drücken? Sofort. Fertig? Fertig. Ciao, Fidencia. Oh. Hä? Was denn? Jetzt lauf halt vor. What the f- Ziemlich gespenstisch hier unten, was? Hoffentlich hast du keine Angst vor Ratten. Nein, vor Ratten nicht. Ich? Hast du hier welche gesehen? Weißt du, es gab mal eine Zeit, da waren solche Sachen fast mein Beruf. Mhm. Ich weiß auch warum. Warum? Wie wir immer noch nicht auf Nico getroffen sind, ne? Ich dachte, das Ganze mit der Presse, dass wir uns vielleicht Nico zur Hilfe rufen müssen. Oh. Oh, ich kann die drehen. Da haben wir drei Zeichen, da haben wir drei Konterzeichen dazu. Ich weiß nicht, ob ich einfach die drei Zeichen dazu drehen muss, oder? Ich denke nicht, wir müssen schon irgendwie was verbinden. Moment. Da haben wir das. Oder? Wir haben das in dem alten Manuskript drin. Warte mal, wir hatten doch da, da waren lauter so Zeichnungen drauf. Angucken. Ah. Da irgendwo so Zeichen. Da steht: Zum ersten finde die Ritter, die sich ein Pferd teilen, und ergreife den Stein, um den Weg zu öffnen. Die hier. Kreuz, Halbmond, Davidstern. Was diese Symbole hier wohl sollen? Kreuz, Davidstern, Halbmond, Kreuz. Alles klar. Easy. Kreuz, Davidstern, Halbmond. Oh, ist es das da vielleicht? Ah, vielleicht gibt es noch einen weiteren. Nein, das war der. Ach so. Kreuz, Davidstern, Halbmond. Kreuz. Kreuz, Halbmond, Davidstern. Was diese Symbole hier wohl sollen? Da steht, der Engel wartet unter der Festung des einen wahren Patriarchen, auf den, der da würdig ist und dem Pfad der Rechtschaffenheit folgt. Aha. Da steht, zum zweiten, wende dich an die Wappen auf den Schilden und schließe den Kreis, auf dass die Ritter dich passieren lassen. Schließe den Kreis. Wappen auf den Schilden.
Das ist ein Wappen auf dem Schild. Schließe den Kreis. Kann man die Schilder angucken? Genau. Ne. Weißt du was, Anna? Ziemlich gespenstisch hier unten, was? Damn! Hast du keine Angst vor Ratten? Ha, ich? Hast du hier welche gesehen? Müsste das erste sein, oder? Nee. Zum ersten finde die Ritter, die sich ein Pferd teilen. Und ergreife den Stein, um den Weg zu öffnen. Finde die Ritter, die sich ein Pferd teilen, und ergreife den Stein, um den Weg zu öffnen. Das war vielleicht der Brunnen. Ich habe den Stein weggeschoben. War auf dem Brunnen vielleicht irgendwie zwei Ritter zu sehen oder so? Und dann wäre das so schön. Zum zweiten wende dich an die Wappen auf den Schilden. Und schließe den Kreis, auf dass die Ritter dich passieren lassen. Da steht, zum dritten, folge dem weltlichen Weg des Meisters und erweise dich würdig. Zunächst die Festung, wo er kämpfte, doch schließlich der Macht der Mamluken unterlag. Dann reiste er in Longshanks schöne Stadt, wo er als Großrezeptor empfangen wurde. Eine Cäsar-Kodierung. Zum Tempel in Villeneuve, wo er zum Großmeister des Ordens ernannt wurde. Bevor er zu der Insel reiste, wo er Hof hält. Ich glaube, der Meister muss Jacques de Molay sein. Die Festung muss Akkon sein. Es werden die Mamluken erwähnt. Longshanks ist leicht. Das ist London. Der Tempel ist in Frankreich. Die Insel mit dem Hof. Welche könnte das sein? Die Sache, er liest sie anders vor. Davidstern, was diese Symbole hier wohl sollen. Kreuz, Halbmond, Davidstern. Wieso sagt er eigentlich Kreuz, Halbmond, Davidstern? Ja genau, 1 und 4 sind Sterne und hier sind Davidsterne. Das ist alles 1 nach... Keine Ahnung, muss ich hier Halbmonde machen, die umkreuzen, die anderen zwei Sachen? Ich weiß eben nicht, ob das eine dritte Zeile darstellen soll oder das hierfür da ist. Oder das eben der Cäsar-Code ist. Das plus das ergibt das. Ich habe nur die drei Sterne. Das, dann wäre das dritte. Dann müsste ich das um 1 weiterschieben. Das um 1 weiterschieben. Das um 1 weiterschieben. Das hat's gebracht. Gut gemacht. 1 weiter als das war. Die mittlere Zeile auf der Karte war 1 weiter als die erste. Und nochmal 1 weiter einfach. Nochmal 1 weiter drehen. Ich hab das gesehen. Es war hier. Fleur de lis in verschiedenen Mustern. Oben. Rot nach oben, blau nach unten, rot nach oben, blau nach rechts. Rot nach unten. Upsa 2.
Rot nach oben, blau nach rechts. Ein weiterer Ritter mit Schild. Noch ein Rätsel, das ich lösen muss. Sind da noch mehrere Ritter? Sind alle aufgegangen in allen Ecken? Nein, 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 da ist nur einer aufgegangen. Es ist nur einer aufgegangen. Die Wappen. Hat was anderes zu tun. Hallo? Da steht, zum Zweiten, wende dich an die Wappen auf den Schilden. Und nee. Schließe den Kreis, auf dass die Ritter dich passieren lassen. Und hier Fleur de Lys. Fleur de Lys in verschiedenen Mustern. Rot nach oben, blau nach unten, rot nach oben, blau nach rechts. Rot nach links, blau nach rechts, rot nach links, blau nach oben. Muss ich das Muster weitermachen oder... Ich habe 4 Muster und ich kann 2 davon eingeben. Rot nach oben. Oder ist es eine logische Reihe? Soll ich die nächsten 2 davon eingeben? Was wäre denn das für eine logische Reihe? Rot-Blau, 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 Rot-Blau. Blau. Blau. Rot. Blau. Rot. Blau. Dann wäre rot unten zweimal und erst blau oben, weil wenn rot sich bewegt, bewegt sich blau nicht. Und wenn rot gleich bleibt, geht blau 1 nach links. Hier ist rot blau, blau und dann blau links. Also wäre das rot unten, blau oben, rot unten, blau links. Rot unten, upsa, blau oben. Rot unten, blau oben und dann rot unten, blau links. Das wäre die logische Folge. Aha! George, du kannst Wunder vollbringen. Ja, daran bin ich gut, aber ich besser als schleichen. Ich das auch. Es ist toll. Okay, nächstes. Nächstes. Das sieht wie die Wappen aus. Ihr seid so gut, 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 gut. Ihr seid so gut, 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 gut. Okay. Nein! 4 Ritter mit Schilden. Das 4. Wappen ist verdeckt. Okay. Ja, das 4. müssen wir wahrscheinlich machen. Und ja, machen wir das noch und dann. Ach Gott, dann komme ich noch zur Sklavenstunde dann von Geodon. Jetzt warte mal. Ich wollte jetzt noch. Mein Hardout ist 19 Uhr. Okay. You know what? Screenshot? Du Bitch? Machst du keine Screenshots, Steam? Da steht, zum Letzten, um das Licht zu sehen. So kann kein Steam keine Screenshots machen. Habe ich nicht in-game Screenshots F12? Kann ich das irgendwie ausstellen?
Im Spiel F12, Screenshots machen, ja. Okay. Dann machen wir es mit Druck. Moment, Chat. Also unbekannt. Speichern, also unbekannt. Dann. Und dann haben wir das hier. Sekunde. Speichern. Und dann gehen wir hier rein. Und dann gehen wir da rein. Und jetzt seht ihr das auch nochmal oben links. Und dann können wir uns das zusammen überlegen. ich habe es mir auf dem linken Bildschirm drauf. Okay. Ich habe das eine Symbol. Aha. Ich habe blau mit rein. Ah, das sind diese. Gott, hier kann man das trennen. Eine, zwei. Also müssen die Farbe und wie viele davon kommen. Da sind Löwen, da sind. Das eine sind anscheinend Löwen. Okay. Wir haben gelb mit blauen und dann wieder blau mit gelb und dann wieder gelb mit blauen. Okay. Rot, gelb, blau, weiß. Blau. Gelb, weiß, rot. Gelb, golden, blau. Weiß, gelb, weiß. Also die beiden sind immer geswitcht. Ich kann da oben nicht drauf gehen. Die beiden sind bloß geflippt immer. Der ist zum Beispiel von Gold auf Blau, wieder auf Gold. Also könnte es wieder blau sein. Der ist wieder auch von Weiß auf Gold auf Weiß. Während die hier oben zum Beispiel auf Blau, Weiß, Rot. Das heißt, der könnte golden sein. Gelb. Und hier unten ist er von Rot, Gelb, Blau. Der hat noch kein Weiß gehabt. Das heißt, der unten könnte Weiß sein zum Beispiel. Hier waren es immer zwei Löwen. 2, 2, 2. Da waren es 2, 1, 3. Nehmen wir mal an, hier bleibt es 2. Das wäre dann 2 auf goldene Löwen blau, 2 weiß, 2 rot. Dann müssten es 2 auf gelbem Hintergrund sein. Haben wir sowas? 2 auf einem gelben Hintergrund? Genau. Da haben wir was schon. Das sind 2 auf einem gelben Hintergrund. So. Dann, hier haben wir 3, 1, 2. Ist es dann wieder 3? 3, 1, 2, 3. 3, 1, 2. Da unten haben wir 1, 3, 2. Anscheinend folgt, also da oben ist eine 1 auf eine 3 gefolgt. Da unten folgt aber eine 2 auf eine 3. Also ob er hier runter zählt, vielleicht zählt er da hoch. 3, 4 ist dann wieder, 4 ist wieder 1, 2, 3, 1, 2, 3 und hier unten zieht er runter. 3, 2, 1 und wenn er bei 0 ist, geht er wieder 3 zum Beispiel. Während er hier 2, 1, 3 zählt er auch runter. Die beiden zählen runter, nehme ich glaube ich an. Das heißt, ich bräuchte hier 2 Löwen auf einem weißen Hintergrund. Nehme ich mal an. Oben links 3 gelbe auf blau. Das könnte auch passen, ja? Stimmt, wir haben gesagt, wir zählen hoch. 1, 2, 3. Das müsste dann 3 sein und es ist wieder blau dran, wenn er gelb, blau, gelb, blau wechselt. Genau, OP. Okay.
Was haben wir unten rechts? Was haben wir gesagt? 3, 2, 1, 3, 2, 1. Da brauchen wir 1. Auf dem blauen Hintergrund. Blau hatten wir unten noch nicht. 1 auf einem blauen und geht das? Eins auf einem gelben. Exzellent. Nein, eins auf einem gelben. Stopp. Holy shit, ich hab's durch Zufall. Unten ist es weiß, gelb, weiß, gelb. Ich hab's durch Zufall gelöst. Shit, shit. Weiß, gelb, weiß, gelb. Stopp, stopp. Aber es war doch Zufall richtig gelöst. Ich hab mich ver... Es war okay. Kannst du ins andere gehen? Anna-Maria, stellst du dich mal in eine der Nischen? Warum? Im Manuskript steht, wir müssten unseren Platz im Kreis einnehmen. Moment. Moment. Kann ich wieder ausblenden. Mal wieder. Und ich kriege den Schatz. Das die haben weitergelabert. Aha. Wie bitte? Nichts weiter. Komm schon, Anna-Maria. Hey, was ist los? Es ist ein Riesenschritt, verstehst du nicht? Wenn der Schatz wirklich da ist, dann ändert sich alles. Aber doch zum Besseren. Glaubst du? Ich weiß es. Arm war ich oft genug. Vielleicht geht es ja gar nicht um Geld. Vielleicht nicht. Aber was immer passiert, die Art, wie wir beide das geschafft haben, wie wir zusammen waren, wie sich alles ergeben hat, das ist doch etwas Gutes, findest du nicht? Was Positives, was Gutes. Einverstanden? Einverstanden. Dann wollen wir mal. Du hast recht. Fangen wir an. Und dann machen wir dann nächste Woche weiter. Rennen. Wir sehen, was es gibt. Shit, ich hätte einen Sack mit Sand mitbringen sollen. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Geht mir auch so. Weißt du was? Der stammt nicht aus dem Mittelalter. Der dürfte älter sein. Fast biblisch. Er wirkt so vertraut. Warum? Es gibt so viele Gemälde von Engeln. Du hast recht. Botticelli, Michelangelo. Aber keines ist so schön wie das hier. So, wie kriegen wir das Ding hier raus? Es kommt mir vor wie Diebstahl. Du spinnst wohl. Ich sehe hier sonst keinen, der so viel Zeit investiert hätte. Du hast recht. Komm, fangen wir an. Braves Mädel. Braves Mädel. Sing. Oh. Das ist mit der Karte, an die man laufen muss, oder? Von welchem Land in welches Land? Zypern. Stadt. Akon. Alexandria. Babylon. Ich kann einfach griffeln. Vielleicht nicht einfach griffeln. Paris. Paris. Vielleicht nicht einfach griffeln. Ziemlich gespenstisch hier unten, was? Hoffentlich hast du keine Angst vor... Ah, verdammt. Ha, ich? Hast du hier welche gesehen? Moment. Das können wir noch lösen. Das können wir doch noch lösen hier. Das ist doch das Letzte hier, oder? Da steht, zum Dritten, folge dem weltlichen Weg des Meisters und erweise dich würdig. Zunächst die Festung, wo er kämpfte, doch schließlich der Macht der Mamluken unterlag. Dann reiste er in Longshanks schöne Stadt, wo er als Großpräzeptor empfangen wurde. Zum Tempel in Villeneuve, wo er zum Großmeister des Ordens ernannt wurde.
bevor er zu der Insel reiste, wo er Hof hält. Ich glaube, der Meister muss Jacques de Molay sein. Die Festung muss Akkon sein. Es werden die Mamluken erwähnt. Von Akkon? Longshanks ist leicht. Das ist nach London. Der Tempel ist in Frankreich. Nach die Frankreich? Insel mit dem Hof. Welche könnte das sein? Okay. Von Akkon nach London, Alexandria. Nach Frankreich. Zypern. Rom. Akkon. Da musste ich anfangen. Von Akkon nach London. Babylon. Konstantinopel. London. Nach London. Von Akkon nach London. Paris. Nach Paris. Zypern. Zypern. Könnte sein. Kann ich jetzt da einfach... Und wie laufe ich das ab? Mal hier speichern. Wenn ich jetzt... Kann ich das irgendwie benutzen? Akkon. Ah. Hier war... War das London? Nein, das ist Big Ben, London. Oder? Nein, das ist London, okay. London. London. Paris. Paris. Ah. Paris. Und dann Zypern? Als Insel? Zypern. Ich hab ihn. Seltsam. Er ist viel leichter, als er aussieht. Oh, George. Ausgehöhlt. Er ist wunderschön. Ja, unglaublich. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir rauskommen. Was ist da? Kann ich den Pfeil... Da noch was drin? Was ist das? Lateinviertelteil. Da steht, zum Letzten. Um das Licht zu sehen, wende dich vom heiligen Zion ab und blicke zur großen Festung des Reiches im Osten, der Sitz der heiligen Kirche im Westen, die gelehrte Koptenstadt im Süden. Da steht, zum Letzten. Um das Licht zu sehen, wende dich vom heiligen Zion ab und blicke zur großen Festung des Reiches im Osten. Also ich muss nach Osten. Der Sitz der heiligen Kirche im Westen. Dann nach Westen. Die gelehrte Koptenstadt im Süden. Dann nach Süden. Westen, Osten, Süden. Hier ist Norden, Süden, Osten, dann ist Westen. Also, was habe ich gesagt? Westen, Osten, Süden. So gesagt? Westen. Osten. Süden. Vielleicht doch mit Norden anfangen, weil wende dich ab. Ah, Norden war der erste. Wende dich von Sion ab. Da wird da irgendwo Sion gewesen sein, wahrscheinlich hier. Dann Westen. Dann Osten. Dann Süden. Dann sehen wir das Licht. Doch nicht. War das Westen, Süden, Osten? Shit. Das war richtig anscheinend.
Osten, Westen, Süden? Nein. Das hat geklappt. Norden, Westen, Süden. Wir hier. Wieso auch immer. Ein bisschen rumprobieren hilft manchmal auch. Wieso war das jetzt Norden, Westen, Süden? Das war Norden, geschafft, Westen, Süden. George. Ich weiß. Wir sind doch genial, oder? Der Champagner geht auf mich. Keine Chance. Das ist mein Job. Okay, dann spendiere ich das Essen. Abgemacht. Und wie sind sie dabei rausgekommen? Was für ein Essen. Ich meine, wir sind durch den Brunnen durch. Jo. Okay. Zeit fürs Bettchen, glaube ich. Zeit fürs Sofachen. Na dann, gute Nacht. George, hättest du es hier nicht bequemer? Bequemer? Mhm. Bedeutet das das, was ich glaube? Willst du mir zeigen, was du glaubst, was es Vertrau bedeutet? Keine Brüsten! Wie lange hast du denn George? Zeit? George! Die ganze Nacht. Reicht dir das? Muss wohl, für den Anfang. Noch was. Ja, und? Wer ist Nico? Du hast letzte Nacht im Schlaf von ihr gesprochen. Oh, jemand, den ich mal kannte. Früher, in einem anderen Leben. Einem anderen Land? Sowas in der Art. Noch ein Gefallen, ja? Aber der letzte. Drehst du bitte den Engel um? Mein Großvater sagte immer, das Leben ist ein ewiges Auf und Ab, George, und bei deinem Gesicht gewöhnst du dich besser an das Ab. Witzig und im Grunde nicht weit weg von der Wahrheit. Wie konnte das nur schief gehen? Zurück ins Pasha Palace. Anna Maria und ich haben, nun, wir waren, wir schliefen, aber plötzlich hörte ich ein Geräusch. Ich habe nicht gesehen, wer es war oder was sie mit Anna Maria gemacht haben, aber als ich zu mir kam, war sie fort. Und stattdessen war da dieser Kellner, was ich komisch fand, aber auch beruhigend. Ich hatte nichts aufs Zimmer bestellt, aber deswegen war er auch gar nicht da. Er wollte der Kellner komisch. Und ich glaubte ihm, als er drohte, mir beide Kniescheiben zu zerschießen, wenn er sie nicht bekäme. Oh. Er hatte eigene Pläne. Irgendwie wusste er auch von dem Cherub. Ich erinnere mich auch gesagt zu haben, Anna Maria, sie ist entführt worden. Aber der Kellner interessierte sich mehr für den Cherub. Wie groß war er? War er wirklich aus Gold? Für wen ich arbeitete. Dann jaulten plötzlich Polizeisirenen auf. Prima, dachte ich noch, endlich werde ich vor dem Irren da gerettet. Es war auch wirklich die Kavallerie. Und sie wollten auch jemanden verhaften. Mich. Jemand hatte mein Gesicht auf den Überwachungsvideos aus dem Topkapi erkannt. Die dachten, ich sei ein Terrorist. Und der Kellner war gar kein Kellner, sondern eine Art Geheimbulle namens Mevlut. Irgendwie wurde alles immer toller. Mevlut befahl, das Zimmer zu versiegeln. Dann ging er. Ein Soldat mit einem wirklich interessanten Gesicht hauchte mir aus nächster Knoblauchnähe zu. Mr. George, ey, du warst echt böse, böse Junge. Du wanderst für echt lang Zeit in Gefängnisse. Ich dankte ihm freundlich für diesen ausgesprochen interessanten Hinweis. Dann wurde alles schwarz. Da wäre ich also. Nicht gerade die übliche Urlaubskreuzfahrt, was? Ich war böse, ey. Ich war echt, echt böse, ey. Geh für voll lange Zeit ins Gefängnis, ey. What the fuck? Ich hab doch gesagt, vertraue ihr nicht. Und? Deswegen, liebe Jungs, passt auf, was ihr mit eurer Salami macht. Oder besser, bindet die Frau fest, bevor ihr schlafen geht, dass sie nicht abhauen kann am Morgen. Holy shit! Was mit Nico? Oh Mann, George. Dann machen wir nächste Woche natürlich weiter. Sowieso geil. Ja, natürlich hat sie das Teil irgendwie genommen, wenn es abduftet und jetzt er hängt dafür im Gefängnis ab. Gratulation.
Es war mir so klar, als sie plötzlich so voll verführerisch und da. Holy shit, George ist auch einfach nur dumm. Aber ja, man denkt nicht immer mit dem Kopf. Oder mit dem anderen Gehirn. Ich kenn's ja. Die Fehler hat schon jeder mal gemacht. Und wenn man sie dann mal gemacht hat, dann macht man sie nicht nochmal. Singen.